Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation des CSL Pentatab 10 USB 3.0, dem jüngsten Mitglied unserer CSL Pentatab-Familie. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein 10-Zoll-Tablet. Das ist genauer gesagt eine Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll. Zusätzlich ist neu an diesem Tablet, dass es eine neue Intel Cherry Tray CPU beinhaltet. Das ist die neueste CPU von Intel für Tablets. Also relativ energiesparsam, aber trotzdem mit deutlich mehr Leistung als der Vorgänger-CPU. Wie der Name auch sagt, beinhaltet das Tablet jetzt eine USB 3.0 Schnittstelle, sodass Daten auf USB-Sticks oder Festplatten deutlich schneller transferiert werden können. Neu an dem Tablet ist neben den Hardware-Features auch die Software, das heißt Windows 10 Home ist installiert. Zusätzlich darauf sind die Office Mobile Apps Word, Excel und PowerPoint installiert, die Sie gratis nutzen können. Das Tablet besitzt weiterhin, wie auch das Vorgängermodell, eine gummierte Rückseite, sodass das Tablet wunderbar in den Händen gehalten werden kann und nicht so schnell aus den Händen rutscht. Die Cherry Tray CPU ist mit 1844 MHz getaktet und ebenso sind 2 GB an RAM enthalten. Auf dem Tablet mit einer Diagonale von 10,1 Zoll ist ein IPS-Panel verbaut, das heißt, ich habe eine hohe Leuchtkraft, viel Farbe und eine Blickwinkelunabhängigkeit, sodass ich auch von der Seite auf das Tablet gucken kann und trotzdem noch die ganzen Farben wunderbar sehe. Das Ganze möchte ich einmal demonstrieren anhand eines Videos und dazu ein kurzer Szenenwechsel. So, um jetzt einmal das Display so ein bisschen vorzuführen mit einem Video, habe ich eine MicroSD-Karte in das Tablet eingesetzt. Das ist eine 200 GB, die ich hier eingesetzt habe. Das ist momentan das Größte, was erhältlich ist. Wie man sieht, kann ich so auch problemlos den Speicherplatz meines Tablets um 200 GB wirklich erweitern. Das Video, was ich hier drauf kopiert habe, ist ein Full HD Video. Das möchte ich einmal kurz zeigen in den Details der Datei. Hier sieht man wirklich eine Bildbreite von 1920 und eine Bildhöhe von 1080 Pixeln. Das entspricht Full HD. Das Display selbst hat nun keine Auflösung von Full HD, sondern wirklich eine HD-Auflösung von 1280x800 Pixeln. Aber wenn ich das Tablet als Zuspielgerät zum Beispiel für einen Fernseher nutzen möchte und über den HDMI anschließe, ist das schon entscheidend, dass das Tablet auch wirklich diese hohe Bildrate mit dieser Auflösung wiedergeben kann. Und wie man sieht, also die Wiedergabe auf dem Tablet ist sehr flüssig, also selbst bei Full HD und 60 Bildern pro Sekunde. Und die Farben sind wirklich sehr leuchtkräftig auf dem IPS-Panel, so dass ich auch wirklich von der Seite noch wunderschön die Farben erkennen kann und da nicht eine Farbunechtheit entsteht. Ja, so viel zum Video. Wie schon eingangs erwähnt, hat das Tablet nun einen USB 3.0-Anschluss, der die Datenrate zum Transfer nahezu verdoppelt gegenüber seinem Vorgängermodell. Also ich kann relativ zügig Inhalte auf USB-Sticks oder Festplatten über diesen Port transferieren. Aber neben diesem USB 3-Port besitzt das Tablet noch einen Kopfhörerausgang sowie einen Mini-HDMI-Anschluss, um Fernseher oder Monitore an das Tablet anzuschließen. Ein Micro-USB-Port. Dieser Micro-USB-Port hat eine Neuerung. Ich kann das Tablet nun auch über diesen Micro-USB-Port laden, optional. Es gibt auch einen Ladeport, der ganz normal in dem Tablet auch verbaut ist und das passende Netzteil mitgeliefert wird. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin, kann ich zum Beispiel ein Universalnetzteil mitnehmen und das Tablet über den Micro-USB-Anschluss laden. Neben dem Micro-USB gibt es nun auch diesen USB 3-Anschluss, der ist als Typ A ausgeführt. Das heißt, ich kann Festplatten und USB-Sticks direkt reinstecken, ohne einen Adapter dabei zu haben und kann da dann Inhalte kopieren. Kann natürlich auch jedweden anderen USB-Gerät daran anschließen. Das kann zum Beispiel auch ein USB-Hub sein, sodass ich mehrere USB-Geräte an das Tablet anschließen kann. An der Oberseite des Tablets befindet sich der Ein- und Ausschalter sowie die Wippe zum Einstellen der Lautstärke. Und an den linken und rechten Seiten befinden sich die Lautsprecher. Das heißt also, ich habe auch Stereo-Sound. An der Unterseite befindet sich, wie auch beim Vorgänger-Tablet, der Pogo-Pin-Konnektor. Dieser Konnektor kann genutzt werden, um das Tastaturcover, was wir optional anbieten, anzuschließen. Das möchte ich einmal kurz zeigen. Habe ich einmal hier. Das heißt, dieses Cover ist als Schutzhülle für das Tablet gedacht. Ich kann es einfach aufklappen und das Tablet anschließen.
Das Tablet kann ich nun ganz einfach auf die Tastatur aufsetzen. Das ist hier quasi alles magnetisch. Das Tablet rastet einfach ein. Also ich kann das dann hier auch so hochheben. Also das ist durch die Magneten gehalten. Ich kann das Tablet auch einfach so zusammenklappen. Dann habe ich die Schutzhülle. Klappe es wieder auseinander, kann hier hinten den Teil einmal so zusammenfalten und habe einen Ständer, wo das Tablet dann quasi drauf stehen kann, ohne dass ich dann irgendetwas anderes tun muss, um das Tablet zu halten, sondern es wirklich wie ein Notebook nutzen kann. Möchte ich einmal den Office-Einsatz kurz zeigen, wie das dann mit der Tastatur zusammenarbeitet. Ich starte das Word, öffne ein Dokument und kann dann auch schon sofort losschreiben, so wie ich es gewohnt bin, wie das in einem Word nun mal so geht. Neben der Tastatureingabe bietet das Windows auch die Möglichkeit, eine Stifteingabe zu machen. Dazu wähle ich hier unten die Bildschirmtastatur aus und kann auf die Stifteingabe wechseln. Dieser Stift ist ein relativ simples Gerät, auch relativ günstig. Und das Windows kann nun meine Handschrift erkennen. Das heißt also, wenn ich hier jetzt schreibe, erkennt er hier schon automatisch Hallo. Das wird in das Dokument direkt eingefügt und ich kann dann wirklich auch weiterschreiben per Tastatur oder wieder per Stift. Also je nachdem, wie es mich beliebt. Natürlich funktioniert der Stift auch ohne die Tastatur, also das ist davon völlig unabhängig, aber ich habe mehrere Möglichkeiten, Daten halt einzugeben in dem Tablet, so wie es mir gerade gefällt. Das Tablet kann ich auch problemlos an einen Monitor, Fernseher oder Beamer anschließen und das zum Beispiel mittels HDMI. Ich habe hier ein Mini-HDMI-Kabel, was mit dem Monitor hier verbunden ist. Ich stecke das Kabel einfach ein, er findet das Signal und das Bild wird automatisch auf dem Monitor oder Fernseher gespiegelt. Ich kann dann natürlich auch eine Bildschirmerweiterung auswählen, sodass quasi ein weiterer Desktop zur Verfügung steht. Hat dann natürlich aber den Nachteil, ich kann auf dem anderen Bildschirm nicht viel machen, da mein Touchscreen ja nun mal nur diesen Bereich des Displays dann abdeckt. Neben HDMI kann ich auch das Tablet wireless, also kabellos mit einem Fernseher verbinden, sobald der Miracast unterstützt. Habe ich kein Miracast in meinem Beamer oder Fernseher integriert, gibt es Adapter, also der sieht so aus, das ist der Microsoft Wireless Display Adapter. Es gibt auch noch andere Hersteller, die diese Adapter herstellen. Das heißt, ich stecke diesen HDMI-Dongle in den Fernseher und versorge das Gerät über dieses USB-Kabel mit Strom. Das möchte ich dann gleich einmal demonstrieren, wie denn tatsächlich so eine Verbindung zwischen dem Tablet und einem Gerät wie diesem hier, der kein Miracast unterstützt, dann mit Hilfe des Dongles zustande kommt. Schauen wir uns an. Ich habe nun den HDMI-Dongle in den Monitor eingesteckt und wie man sieht, habe ich hier schon ein Bild. Das ist der Microsoft Wireless Display Adapter und der hat hier noch diese Endung 4F, um den vernünftig zu authentifizieren. Und er sagt Ready to Connect, das heißt also, er wartet auf eine Verbindung. Diese Verbindung kann ich jetzt durch das Tablet initiieren. Das heißt, ich öffne das Infocenter und drücke auf den Button Projizieren. Hier unten gibt es dann in Blau diesen Link mit drahtloser Anzeige verbinden. Jetzt wird eine Suche durchgeführt und er findet den Microsoft Display Adapter 4F. Da klicke ich einmal drauf und er sagt Connecting to Panther. Das heißt also, die Verbindung wird aufgebaut. Gleich müsste die Verbindung stehen und dann sehe ich das Bild vom Tablet auf dem Monitor. Und kann dann jedwede Sachen machen mit dem Tablet und sehe die Aktion parallel auf dem Monitor. Jetzt kann ich zum Beispiel das Video von vorhin von der Speicherkarte einmal abspielen. Und sehe, okay, ich kann die Wiedergabe direkt auf meinem Fernseher oder Monitor oder Beamer, wo auch immer ich dann diesen Display-Adapter angeschlossen habe, wiedergeben. Und kann das Tablet problemlos als Wireless-Zuspielgerät verwenden. Das funktioniert ganz ähnlich wie mit dem Intel Wireless Display oder dem Google Chromecast. Dies ist aber der Miracast-Standard, das heißt einfach eine andere Form dessen und mit diesem Adapter problemlos zu handeln. Ich kann das Ganze natürlich auch so als Business-Szenario eher verwenden, wenn ich sage, okay, ich bin häufig unterwegs, möchte Präsentationen halten. Kann ich natürlich auch das mitgelieferte PowerPoint auf
dieser Verbindung laufen lassen, kann mir da dann eine Präsentation, die ich vorher erstellt habe, einfach hier dann auf einen Monitor bzw. Beamer, wo ich dann auch gerade bin, präsentieren und kann mit dem Tablet quasi diese Präsentation halten und einfach ja, dort sehr gut ohne irgendeine Kabelverbindung arbeiten. Das wäre es so zum Miracast-Einsatz und der Wireless-Verbindung mit dem Pentatab 10. Durch die deutlich gesteigerte Grafikleistung der Intel Cherry Tray Quad-Core CPU kann ich nun Spiele auf dem Tablet problemlos spielen, also kann mir Spiele aus dem Windows Store herunterladen oder auch einfache Spiele, die für den Windows Desktop programmiert wurden, auch auf diesem Tablet laufen lassen. Ich habe jetzt hier einmal das Minion-Spiel heruntergeladen und möchte das einmal kurz demonstrieren. Drücke ich auf Spielen. Ja, und da geht es dann auch schon los. Das ist ein sehr simples Spiel, also es geht wirklich so um Ausweichen links, rechts, oben, unten. Ich muss dabei hier die Bananen einsammeln, da die Minions ja ihre Bananen so lieben. Ja, ich muss hier diese Parcours ablaufen, also grafisch auch wirklich ganz nett. Ja, ich soll jetzt einfach mal so ein bisschen demonstrieren, okay. Selbst grafisch aufwendigere Spiele sind mit diesem Tablet überhaupt kein Problem. Oh. Ja. Wie nun gezeigt, ist das Tablet wirklich universell einsetzbar. Das heißt, mit der neuesten Cherry Tray CPU habe ich noch mehr Grafikleistung für Spiele und auch den produktiven Einsatz. Mit dem USB 3.0 Anschluss kann ich wirklich sehr schnell Daten transferieren auf meinen USB-Stick oder eine USB-Festplatte. Und die Lademöglichkeit über den Micro-USB Anschluss sowie über den normalen Ladeport des Tablets gibt mir mehr Freiheit für unterwegs, wenn ich denn tatsächlich nur ein Netzteil mitnehmen möchte. Wie man sieht, Media-Einsatz und Produktivität ist mit dem Tablet wunderbar möglich und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation des neuen Mitglieds unserer CSL Pentatab Familie, das CSL Pentatab 10 USB 3.0. Wie der Name schon sagt, es handelt sich um ein 10 Zoll Tablet, nun aber in der neuesten Variante mit der neuesten Intel CPU Cherry Tray und ein IPS-Panel ist verbaut, sodass die Leuchtkraft und die Blickwinkelunabhängigkeit weiterhin wunderbar gegeben ist. Das Tablet verfügt weiter über Für Tablets ist es weiterhin ein Quad-Core-Prozessor, diesmal aber mit trinken. Und zusätzlich sind die Office Mobile Apps Word, Excel und PowerPoint enthalten, die Sie gratis nutzen können. Gut. Natürlich auch jedes andere USB-Gerät oder auch ein USB-Hub. An der Unterseite des Tablets, die Knöpfe vergessen.